Microsoft arbeitet intern ja am Update 1 für Windows 8.1, allgemein auch als GDR Spring 2014 Update bezeichnet. Erwarten können wir dieses Update wahrscheinlich zum 8. April 2014. Gestern sind aber erste Vorabversionen als Update-Dateien geleakt, die man auch über ein bestehendes Windows 8.1 testweise installieren kann. Damit bekommt man auch bei einem deutschsprachigen Windows entsprechend die Funktionen von Update 1 zur Verfügung. In diesem Video möchte ich kurz vorstellen, welche Änderungen sich am Desktop, an der Startseite und eventuell an Apps durch dieses Update 1 ergeben. Wird das Update 1 auf einer Maschine installiert, die mit Maus und Tastatur bedient wird und keinen Touchscreen hat, gibt es Hinweise, dass anschließend Windows nach der Anmeldung am Benutzerkonto automatisch zum Desktop durchbootet. Bei meinen Testmaschinen war es der Fall. Auf Maschinen mit Touch-Display soll angeblich die Startseite angezeigt werden, aber auf meinen Testsystemen habe ich auch das Boot to Desktop automatisch eingestellt. Ist aber insgesamt kein Problem, denn man kann mit einem Rechtsklick auf Eigenschaften gehen, kann anschließend auf die Registerkarte in der Navigation gehen und habt hier die Möglichkeit, die betreffende Option einzustellen. Eine Neuerung ist übrigens hier, man kann Windows Store Apps auf der Taskleiste anzeigen. Das ist hier schon passiert. Der Store oder das Symbol für die Store App ist standardmäßig angeheftet und sobald Apps laufen und die betreffende Option angehakt ist, werden die Apps als Schaltflächen hier auf der Taskleiste eingeblendet. Und man sieht hier noch eine zweite Sache: Sobald ich mit der Maus auf diese betreffenden Schaltflächen zeige, wird man eine Vorschau angezeigt. Gehe ich mal hier auf die betreffende Schaltfläche Start und schalte zum Desktop um, dann sieht man eine weitere Neuerung. Die Taskleiste wird hier auch auf der Startseite eingeblendet. Sobald ich weggehe, verschwindet die Taskleiste und per Maus habe ich keine Möglichkeit mehr, die Taskleiste einzublenden. Ich kann also maximal noch hier die Startschaltfläche einblenden oder die Schamsleiste. Was man aber machen kann, ist die Tastenkombination Windows T drücken, um die Taskleiste wieder einzublenden. Es gibt allerdings noch einen Bug, dass das nicht funktioniert, wenn man eine Benutzeranmeldung durchgeführt hat. Man kann auf eine App gehen. Auch dort besteht die Möglichkeit, wieder die Taskleiste einzublenden. Allerdings hier sieht man es schon, ich habe gerade Windows T gedrückt und lande wieder auf dem Desktop. Ich gehe mal zur betreffenden App hier zurück. Was auch neu ist, wenn ich ein App-Fenster habe und zeige mit der Maus an den oberen Bildschirmrand, dann gibt es hier eine Titelleiste mit einer Schaltfläche Minimieren. Ich muss jetzt zum Desktop zurückgehen, um wieder auf die betreffende App zu gehen. Ich kann über diese Schaltfläche die App schließen und hier habe ich eine Art Systemmenü, über dessen Befehle ich die App am linken Rand anheften kann. Dann verschwindet auch die Titelleiste oder ich könnte es am rechten Rand anheften. Oder minimieren bzw. schließen. Der Befehl maximieren ist hier ausgegraut, weil das nicht unterstützt wird. Ich minimiere das Ganze nochmal und gehe wieder zum Desktop zurück. Was dort auffällt an Neuerungen: Ich habe hier neben meinem normalen Benutzerkonto, welches unter Windows 8.1 gibt, zwei weitere Schaltflächen, die einmal die Suche ermöglichen. Wenn ich hier drauf gehe, wird automatisch die Seitenleiste Suchen eingeblendet. Ist übrigens ein klein bisschen anders als bei der Seite Apps, die ich über diese Schaltfläche anwählen kann. Hier habe ich ein separates Suchenfeld, in dem ich hier suchen kann und bekomme hier meine Treffer angezeigt. Was auch noch nicht geht, ist hier die Funktion. Es müsste eine Schaltfläche auftauchen, über die ich anschließend hier meine Suchbegriffe wieder löschen kann. Ist hier nicht vorhanden, ich muss das explizit löschen. Das ist also ein weiterer Bug. Was neu ist, was mir eigentlich sehr gut gefällt: Ich habe hier automatisch eine Kategorisierung der Apps, wenn ich nach Name sortiere, wo mir nach dem Anfangsbuchstaben der Apps sortiert wird. Das heißt, ich kann relativ schnell nach den einzelnen App-Gruppen nachschauen. Gehe ich wieder zur Startseite zurück. Diese Schaltfläche hier ist auch neu, taucht
angeblich nur bei Systemen mit Mausbedienung auf. Wenn man einen zertifizierten Touchbildschirm hat, soll dieses Symbol nicht angezeigt werden. Wähle ich das mit der Maus an, kriege ich hier mein Herunterfahren-Menü mit Befehlen zum Neustarten, zum Herunterfahren oder Energiesparen. Eine weitere Neuerung, die bei Mausbedienung möglich ist: Ich kann hier eine Kachel einer App mit der rechten Maustaste anwählen und sehe, hier bekomme ich ein entsprechendes Kontextmenü, welches mir die diversen Befehle zum Anheften der App an die Taskleiste, zum Lösen von der Startseite, zum Deinstallieren, zur Anpassung der Größe oder zum Deaktivieren einer Live-Kachel anzeigt. In Windows 8.1 ist das normalerweise hier unten in der einblendbaren App-Leiste über Schaltflächen möglich gewesen. Und wenn Sie ein System mit Touchbildschirm haben, ist das auch nach wie vor der Fall. Wenn ich eine Gruppe oder beziehungsweise den Hintergrund der Startseite mit der rechten Maustaste anklicke, bekomme ich hier noch die Möglichkeit, Gruppen benennen, als Menübefehl aufzurufen und könnte hier einen entsprechenden Gruppentitel eingeben. Wähle ich eine Windows-Anwendung mit der rechten Maustaste an, wird ein etwas modifiziertes Kontextmenü eingeblendet. Ich habe hier natürlich auch wieder die Möglichkeit, vom Start zu lösen, an die Taskleiste anzuheften. Neu ist aber, dass ich zum Beispiel ein neues Fenster öffnen kann, den Speicherort öffnen kann, wo meine Windows-Anwendung, also die Exe-Datei, gespeichert ist. Und falls die Anwendung es zulässt, kann ich den Befehl als Administrator ausführen aufrufen. Auch diese Funktionen standen in Windows 8 bzw. 8.1 in der App-Leiste, die ich am unteren Rand einblenden kann, zur Verfügung. Eine weitere Änderung, die sich noch ergibt, ist in den PC-Einstellungen. Ich rufe das hier mal auf. Sobald ich in den PC-Einstellungen auf PC und Geräte gehe, habe ich hier eine neue Unterkategorie Speicherplatz. Wähle ich diese an, wird mir hier die Speicherplatzbelegung auf meinem Systemlaufwerk angezeigt. Also hier sind noch relativ viele Gigabyte verfügbar. Ich bekomme eine Übersicht, wie viel meine Apps belegen. Ich könnte hier über diesen Hyperlink zu betreffenden Seite mit den Apps und den belegten Speicherkapazitäten wechseln und hier sehe ich, wie viel Megabyte oder Kilobyte meine Mediendateien belegen und habe hier auch die Möglichkeit, gegebenenfalls den Papierkorb zu leeren. Ich zeige vielleicht ganz kurz nochmal diese Seite. Also hier sehe ich eine wunderbare Auflistung, welche Apps vorhanden sind. Wähle ich so eine App an, kann ich die anschließend hier sofort deinstallieren. Die letzte Neuerung, die ich noch kurz vorstellen möchte: Es gibt natürlich einige Kleinigkeiten, das habe ich hier nicht eingerichtet. Wenn man zum Beispiel SkyDrive hat, gibt es hier wieder ein SkyDrive-Symbol im Infobereich der Taskleiste und es gibt die Möglichkeit, die betreffenden Synchronisierungseinstellungen anzupassen. Interessant ist allerdings die Möglichkeit, im Internet Explorer den sogenannten Enterprise-Modus oder den Firmenmodus zu verwenden. Ich kann hingehen und gehe auf die Schaltfläche Extras, markiere hier die Entwicklertool und hier sehe ich jetzt meine Entwickleroptionen und kann also hier verschiedene Optionen abrufen: eine Konsole, ein Debugger, Geschwindigkeitsanzeigen etc. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist hier unten die Emulation. Bei diesem Symbol des stilisierten Desktop-Monitors und des Mobilgeräts, wenn ich das anwähle, schiebe das mal ein klein bisschen hoch, dann bekomme ich hier ein Formularfenster, in dem ich meine Internet Explorer-Version auswählen kann und welches Gerät ich verwenden möchte. Desktop zum Beispiel oder Mobilgerät. Und dann, hier kann ich verschiedene Benutzeragenten eingeben. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man also das Verhalten bei Anzeigen von Websites verwenden möchte. Man kann das unter anderem auch über Gruppenrichtlinien vorgeben. In diesem Video habe ich Ihnen kurz einen Überblick gegeben, welche Möglichkeiten das Update 1 voraussichtlich unter Windows 8.1 ermöglichen wird. Persönlich gefällt mir einiges von diesem Update sehr, sehr gut. Andere Sachen sind etwas verwirrend, weil sich der Desktop etwas anders verhält als ein System mit einem Touchscreen.
Weitere Hinweise findet ihr in meinem Blog unter borncity.com/blog.